Herzlich willkommen zu Sehenswert, liebe Zuschauer. Wir sind heute erneut verabredet mit Rudolf Scharmann, dem Kastellan im Schloss Charlottenburg. Vergangene Woche hat er uns schon den Park mit Belvedere, Mausoleum und neuem Pavillon gezeigt. Heute ist das alte Schloss dran. Von welchem Teil reden wir denn da von dieser großen Anlage? Die Charlottenburger Schlossanlage beinhaltet im Zentrum das sogenannte Alte Schloss. Das ist der Bereich unter dem Kuppelturm. Sie sehen hier anhand dieser Darstellungen den Ursprungsbau. So sah Lietzenburg aus, ohne Turm, ohne Seitenflügel. Lietzenburg war die Sommerresidenz der Bauherrin Sophie Charlotte von Brandenburg. Die Kuppel kam erst später hinzu. 1705 starb Sophie Charlotte. Das Schloss wurde ihr zu Ehren in Charlottenburg umbenannt. Und ihr Ehemann, Friedrich I., der erste König in Preußen, hat dieses Haus zu seiner bevorzugten Sommerresidenz gemacht und den Baumeister Eosander gebeten, das Ganze mit einem Kuppelturm zu krönen. Erst seit 1710 ist das Schloss sozusagen von einer Kuppel bewehrt. Wie viele Räume befanden sich damals in dem Schloss? Ungefähr 200 Räume mit Nebengebäuden, mit dem Dachgeschoss, mit dem Kellerbereich. Ungefähr 100 davon sind dann auch von der königlichen Familie genutzt worden. Ihr Ehemann, Kurfürst Friedrich III. Von Brandenburg, der sich 1701 in Königsberg in Ostpreußen zum ersten preußischen König selbst gekrönt hatte, daraufhin nannte er sich Friedrich I., er war immer nur geduldeter Gast hier, aber ein gern gesehener, denn er brachte Geld mit, um dieses ganze Anwesen und auch den Garten für Sophie Charlotte errichten zu lassen. Nun war ja auch das alte Schloss im Zweiten Weltkrieg stark zerstört. Was konnte man denn hiervon eigentlich noch retten? Es war zu ca. 60 bis 70% vernichtet. Die Hohenzollern hatten ja Charlottenburg zu einer ihrer bevorzugten Sommerresidenzen gemacht. 7 Generationen nutzten dieses Schloss und nach 1918, nach dem Ende der Monarchie, wurde es ein Museumsschloss. Und während des Zweiten Weltkriegs 1943 bis 1945 ist es eben sehr schwer beschädigt worden. Die Bomben fielen überwiegend auf den Kernbau mit dem Turm, aber auch der neue Flügel Friedrichs des Großen war schwer beschädigt. Man kann deutlich an den Fotos hier erkennen, wie schwer die Zerstörungen waren. Mit dem Wiederaufbau begann man Ende der 40er Jahre. Es gab erste Notsicherungen und in den 50er Jahren waren genügend Finanzmittel vorhanden, um sukzessive die Anlage wieder aufzubauen. Abgeschlossen wurde es erst nach fast 40 Jahren. Sophie Charlotte war eine Parkomanin, so haben Sie es mir erzählt, Herr Scharmann. Wie hat sich das gezeigt? Indem sie ihre Räume direkt zum Garten anlegen ließ. Der Garten war ja etwas ganz Besonderes für sie, der älteste im Stil Le Nôtre gestaltete französische Barockgarten hier in Berlin. Und er hatte für Sophie Charlotte und natürlich auch für ihre kleine Hofgesellschaft insofern eine große Bedeutung, da er als Rückzugsort sich auch besonders hervortat. Ja, hier wurden Spiele durchgeführt, hier wurde musiziert, gesungen, getanzt, philosophiert und ihre Zimmer, die sie von dem Baumeister Arnold Nering anlegen ließ, die sind alle zur Gartenseite ausgerichtet. Große Fenstertüren ermöglichten es ihr, direkt aus ihren Räumen in den Garten hinauszugehen. Es gab nur 2 kleine Stufen und schon war sie in ihrer barocken Anlage. Jetzt sind wir auch im Gartensaal. Hier sieht man sehr viele Porträts. Das sind Familienangehörige? Überwiegend Familienangehörige, aber auch Verwandte. Sie wollte mit diesem Raum beeindrucken und auf ihre altehrwürdige Herkunft verweisen. Sie stammte aus dem Haus Hannover, das Welfenhaus, eines der ältesten Häuser, Adelshäuser hier in den deutschen Landen. Und im Gegensatz zu den Hohenzollern, die relativ jung waren, hat sie auf ihre hochadlige Abstammung immer großen Wert gelegt und das durch diesen Porträtschmuck hier, durch diesen Gemäldeschmuck auch deutlich kennzeichnen wollen. Und hier fanden Empfänge statt oder wozu wurde der Saal genutzt sonst? Diesen Raum hat sie als Repräsentationsraum genutzt, denn ihre Gäste kamen überwiegend von der Gartenseite. Mit dem Schiff auf der Spree, die ja direkt hier am Schlossgarten vorüberfließt, kam man hier in den Garten und wurde dann von der Königin empfangen, je nach Bedeutung. Wenn es jetzt ein Gast auf Augenhöhe war, also ein weiterer Monarch oder eine Monarchin, dann hat Sophie Charlotte sie direkt am Karpfenteich empfangen und ist mit ihnen durch den Garten gegangen. Alles war zeremoniell geregelt, vom Hof zeremoniell bestimmt und auch hierarchisch abgestuft, die gesamte Gartenanlage, ebenso wie die Räume hier. Und wenn es jetzt nur ein kleiner Botschafter war, dann hatte er alleine durch den Garten zu gehen und sie empfing ihn hier vorne auf der Terrasse oder direkt am Eingang zum unteren ovalen Saal, zum Gartensaal, um ihm auch seine Bedeutung klarzumachen. Er stand eben nicht auf Augenhöhe mit ihr. Hier befindet sich auch ein Porträt von Sophie Charlotte. Ja, das ist so, dass sie immer mit so einem Doppelkinn dargestellt wird, aber sie war zu ihrer Zeit eine Schönheit oder wurde als solche bezeichnet. Das kann man durchaus so sehen. Das Schönheitsideal der Damen um 1700 bestand in einer gewissen Fülligkeit und sie galt als ausgesprochen schön. Sie hatte blaue Augen und schwarzes Haar, ihr eigenes Haar. Sie trug nie Perücken, lange dunkle Locken. Und auch ihre Hautfarbe, ihr weißer Teint, der wird sehr gelobt und in zeitgenössischen Beschreibungen immer wieder hervorgehoben. Welche berühmten historischen Persönlichkeiten waren denn früher hier mal zu Gast? Zu Zeiten Friedrichs I. fand 1709 das bekannte Monarchentreffen hier in Charlottenburg statt. Es ist das sogenannte Dreikönigstreffen. Damals sind die Monarchen von Dänemark, Friedrich IV., von Sachsen-Polen, August der Starke und auch von Russland, Peter I., der russische Zar, hier gewesen, um eine Bündnispolitik gegen Karl XII. Von Schweden zu schließen. Schweden war damals die beherrschende Macht im Ostseeraum und stellte eine ständige Gefahr dar für die Anrainerstaaten. Und die Monarchen haben sich 1709 hier getroffen, um eben diese Bündnispolitik durchzuführen. Sie waren auch in Oranienburg, sie waren in Caputh, sie waren in Potsdam. Sie reisten also von Sommerschloss zu Sommerschloss. Und in Erinnerung daran wurden auch Porträts angefertigt, wie dasjenige des russischen Zaren, das Sie hier im Vorzimmer zum gläsernen Schlafgemach Sophie Charlotte sehen. Herr Scharmann, gibt es denn Gegenstände aus Sophie Charlottes Besitz, die noch erhalten sind? Ja, hier in ihrem Audienzzimmer beispielsweise der kleine Tisch, der an der Rückseite steht, den hat sie in Gebrauch gehabt. Es ist ein Möbel, das um 1700 angefertigt wurde. Es existieren zwei Leuchterständer noch dazu. Und die kleinen Figuren, die die Tischplatte tragen, die sind weiß gefasst mit blauen Blumenbordüren geschmückt. Damit sollte Porzellan imitiert werden. Denn sie war eine begeisterte Porzellansammlerin. Sie hat ostasiatisches Porzellan sehr geliebt. Und man kann an der Kaminachse auch deutlich erkennen, dass kleine Konsolen vorhanden waren, die zur Präsentation des Porzellans dienten. Dieser Raum selbst ist weitestgehend rekonstruiert. Das Schloss wurde ja im Krieg sehr schwer, im Zweiten Weltkrieg sehr schwer beschädigt. Circa 70 bis 80% waren vernichtet worden. Und anhand von Fotografien hat man die Räume wiederherstellen können. Der Deckenstuck ist rekonstruiert, auch die Ausstattung weitestgehend. Die Kunstgegenstände waren während des Krieges evakuiert in Bunkern, Bergwerken, in Schlössern der Umgebung, sodass vieles zurückgebracht werden konnte. Die Wand ist hier besonders dick, Herr Scharmann. Ja, es ist die ursprüngliche Außenwand des kleinen Sommerschlosses von Sophie Charlotte. Ihr Lietzenburger Sommersitz endete an dieser Stelle und ab hier beginnt dann die westliche Erweiterung, die der Baumeister Eosander für die Königin in die Wege geleitet hatte. Später ist dann dieser Erweiterungsbau, den sie ja nicht mehr erlebt hat, von ihrem Ehemann Friedrich I. genutzt worden. Es schließt sich sein Audienzzimmer direkt hier an ihr Audienzzimmer an.